Maschinen von Jim 80, das muss man jetzt gar nicht irgendwie schönreden oder so. Die Qualität der Maschine und der Fertigung und auch des Geistes, die der Fertigung zugrunde liegt, ist dann wirklich dazu geeignet, dass man den Muskel besser trainieren kann. So wie wenn jemand auf einem klapprigen Auto fährt und dann steigt einer in Bentley ein. Das ist natürlich ein Unterschied, der ist sofort zu merken. Aber auch für einen fortgeschrittenen Sportler stellt sich dann eben sehr schnell der Trainingseffekt auch ein, dadurch, dass man die Muskulatur besser ansteuern kann, dass sie konzentrierter angesteuert wird, intelligenter angesteuert wird. Man kann mehr rausholen. Man kann mehr Leistung abrufen und ein neues Plateau erreichen. Und das ist ja nicht etwas, was ich mir ausdenke, sondern Jim 80 wird ja ständig auch von der Branche immer wieder als bester Maschinenkonstrukteur ausgezeichnet. Ne? Maschinen hinstellen würde und eine Blindverkostung machen würde, jemand, der keine Ahnung hat, der würde den Unterschied merken. Das ist wie ein maßgeschneiderter Anzug, den man sich anzieht. Es hat eine andere Qualität. Es ist ein ganz anderes Trainingsgefühl. Macht aber auch ein bisschen süchtig.